Leute, ich dachte, ich drehe heute mal ein Video zum Thema mein Konsumverhalten damals und heute. In der letzten Zeit habe ich vermehrt über mein Konsumverhalten nachgedacht und auch ausgemistet und mir generell viele Gedanken gemacht zum Thema, wie möchte ich leben, wie wichtig sind mir materielle Besitztümer, wie viel brauche ich wirklich. Ich habe letztens auch wieder Flohmarkt gemacht und super viel verkauft an meinen Klamotten und bin so ein bisschen auch durch meine Make-up-Kollektion und generell durch meinen Besitz gegangen und dachte mir, interessant, wie sich mein Bezug zum Thema Konsumgüter verändert hat im Laufe der Jahre. Ich habe mit YouTube angefangen, das war jetzt mittlerweile, glaube ich, schon vor 4 Jahren, vor 3 Jahren aktiv Videos zu machen. Ich kann mich da ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau dran erinnern. Ich müsste jetzt nochmal gucken. Aber mit YouTube anfangen zu gucken und auch Blogs lesen habe ich, glaube ich, mit 18, 19. Damals war das alles noch so im Kommen und ein Trend. Und ja, ich war eigentlich so seit Beginn, seitdem es Blogs gab oder gibt, war ich ein großer Fan und habe mir sämtliche Fashion-Blogs angeguckt und Beauty-Blogs. Und dann kam YouTube und auch da war ich sehr schnell dabei und fand es ziemlich interessant damals und faszinierend. Im Zuge dessen ist mir auch aufgefallen, dass ich damals wirklich ein ganz anderer Mensch war als heute. Es ist wirklich verrückt, wie sehr man sich, ich sage mal im Alter zwischen 17 und 25 verändert. Mir ist das gerade wirklich schlagartig bewusst geworden, wie anders ich war und was für eine wahnsinnig große Reise ich mit mir als Person hinter mir habe. Und das beeinflusst eben auch mein Konsumverhalten. Damals, als ich angefangen habe, Blogs zu lesen und YouTube zu gucken und zu sehen, was kaufen andere, was ist cool, was brauche ich auch, war ich eine sehr unsichere Person, die sehr danach gestrebt hat zu gucken, was machen andere und wie kann ich irgendwie dazugehören. Ich wollte diese ganzen Sachen haben, die andere Leute kaufen, weil ich irgendwie Vorbilder gesucht habe, weil ich dachte, das ist cool oder ich werte mich als Person auf oder ich gehöre irgendwo dazu. Natürlich bin ich auch ein Mensch, der sich generell für schöne Sachen interessiert. Ich liebe eigentlich alles, was schön ist. Ich würde mich so als Schöngeist bezeichnen. Ich liebe Architektur, ich liebe Kosmetik, schöne Kleidung, gutes Essen. Also eben alles, was irgendwie schön ist. Seitdem ich ein kleines Kind bin, liebe ich zum Beispiel alte Schlösser und beschäftige mich viel damit. Das war schon immer eine große Faszination, das Schöne für mich. Und natürlich ist es deswegen nicht verwunderlich, dass ich sozusagen als Teenager und dann eben als junge Erwachsene, wo ich dann auch auf einmal mehr Geld zur Verfügung hatte, als ich eben, bevor ich ein Teenie war, in der Schule hat man natürlich nicht so viel Geld, wenn man natürlich Nebenjobs hat oder, ja, ich bin dann nach Berlin gezogen, ich hatte auf jeden Fall mehr Geld als vorher zur Verfügung, ist es natürlich nicht verwunderlich, dass ich auch sehr schnell in diese Konsumfalle gefallen bin, sozusagen. Auch da muss ich natürlich heute immer noch aufpassen, aber ich denke, dass ich da angekommen bin, wo es mir wirklich gut geht und wo ich mich von vielem befreit habe, was ich früher nicht konnte und was mich früher auch belastet hat. Und da ich natürlich ein Schöngeist bin und mich schon immer für Make-up und Mode interessiert habe, ich weiß noch damals, als ich ein junger Teenie war, ich habe wirklich seitdem ich 13 bin Modezeitschriften gelesen, ihr wisst noch die guten alten InStyle-Zeiten, ich habe mir die Werbung aus Modemagazinen rausgeschnitten, mir Collagen gemacht, das war wirklich einer meiner größten Hobbys damals, also ich war wirklich Mode-verrückt, Beauty-verrückt, das heißt, das war schon immer ein sehr großer Teil und deswegen war es natürlich auch nicht verwunderlich, dass ich dann sozusagen in diese Konsumfalle als junge Erwachsene gefallen bin und viel zu viel gekauft habe und viel zu viel auch ausgegeben habe und wirklich sehr häufig auch über meine Verhältnisse gelebt habe. Früher wollte ich auf jeden Fall viel mehr haben, alles haben. Ich hatte Phasen, da dachte ich, ich muss eine Designertasche haben, sonst bin ich einfach nicht cool. Und ja, und dann ist mir irgendwie Im letzten Jahr habe ich dieses Bedürfnis für mich komplett aufgeben können, dadurch, dass ich auch vegan geworden bin und einfach gemerkt habe, der einzige Grund für mich so eine Tasche zu haben, ist irgendwie zu signalisieren, dass ich mithalten kann oder cool bin oder irgendwie dazugehöre. Das muss jeder für sich entscheiden, ich möchte hier niemanden verurteilen, aber ich habe gemerkt, dass es bei mir dahinter steckt. Und dann habe ich gedacht, das ist doch Quatsch, ich will doch einfach nur eine schöne Tasche haben. Es gibt so viele vegane, schöne Taschenlabels. Warum muss ich jetzt eine 1000-Euro-Tasche haben? Das waren so Denkanstöße, das war der Beginn sozusagen meines Prozesses, wenn man sich natürlich eine Designertasche kauft, die man immer trägt, um Gottes Willen.
soll jeder entscheiden. Ich habe gemerkt, dass ich es für mich nicht brauche. Ich gehe immer noch gern einkaufen. Ich bin der weltgrößte ASOS-Fan. Das heißt jetzt nicht, dass ich total auf Sparflamme lebe, aber zum Beispiel auch beim Make-up kaufe ich mir so gut wie nichts. Viele werden jetzt sagen, hey, du hast viel. Ich habe relativ viel Make-up, aber für jemanden, der YouTube-Videos macht, habe ich wirklich wenig Make-up. Ich habe 2 Schubladen voll Make-up, das war's. Und mehr will ich auch gar nicht haben. Mich überfordert das, mir gibt es ein schlechtes Gefühl, so viel zu Hause zu haben. Ich mag alles organisiert und aufgeräumt und eher wenig, was ich wirklich benutze. Alles andere finde ich auch verschwenderisch. Und ja, man sagt ja auch immer, wie die Umgebung ist, so fühlt man sich auch drin. Mir gibt es generell einfach kein gutes Gefühl, so viel zu haben. Und ich habe wirklich... Ich bin als Person in den letzten Jahren so sehr gewachsen, dass ich weiß, dass ich mehr bin als das Make-up, was ich besitze, als die Klamotten, die ich besitze. Wie gesagt, natürlich schminke ich mich gerne ziemlich schön an und das gehört auch zu mir und das ist ein großer Teil von mir. Ich bin so, ich möchte nicht darauf verzichten, aber ich weiß, dass es am Ende des Tages nicht das ist, was mich als Mensch definiert und ausmacht. Ich habe nicht mal das Bedürfnis, mithalten zu müssen oder irgendjemandem was zu beweisen. Weil es einfach nicht echt ist und mir auch nicht das Glück bringen kann, was ich suche. Es ist halt nur eine sehr kurzzeitige Befriedigung. Ja. Und ich habe halt gemerkt, dass ich nicht mehr mithalten will. Ich glaube, und da bin ich auch ehrlich zu mir selber, dass ich mich nicht da komplett ausnehmen kann, dass ich immer wieder Zeiten haben werde, wo ich mich mit anderen vergleiche, dass ich immer wieder Zeiten haben werde, wo ich denke, das brauche ich jetzt auch. Und es gibt immer wieder auch Trendwellen, wo ich sage, oh, hätte ich jetzt schon gerne, ne? Das fängt ja schon bei der Lippenstiftfarbe an, ne? Trend Kylie Jenner, alle machen es. Und auch ich finde es super schön. Das meine ich. Aber ich glaube, ich habe einen sehr moderaten Weg für mich gefunden, wo ich nicht über meine Verhältnisse lebe, aber doch sehr gut für mich lebe. Und ich setze mich auf jeden Fall nicht mehr unter Druck, dass ich dies oder das brauche, um ein vollwertiger Mensch zu sein. Und ich glaube, das hat auch was mit dem Alter zu tun. Ich glaube, das, was ich am allermeisten gelernt habe im Leben ist, sei dir selbst treu, arbeite an dir, arbeite daran, ein guter Mensch zu sein und gute Beziehungen zu Menschen aufzubauen. Und das Wichtigste einfach ist, dass man morgens in den Spiegel gucken kann und weiß, wer man ist. Das sind wirklich Sachen, die klingen jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber das ist wirklich das, was am Ende des Tages zählt und nicht die Chanel-Tasche, die ich zu Hause stehen habe. Das sind auf jeden Fall meine Erfahrungen der letzten Jahre, die ich mit dem Thema Konsum gemacht habe. Ich bin auf jeden Fall viel minimalistischer geworden. Ja, ich habe kein Auto, ich habe ja nicht mal einen Führerschein. Ich möchte irgendwie das auch nicht haben. Ich fahre lieber Fahrrad oder gehe zu Fuß. Ich würde sagen, dass ich relativ minimalistisch lebe. Ich glaube, für viele ist es nicht so. Ich kaufe mir ja schon noch öfter was bei ASOS und so weiter. Es gibt Leute, die kaufen zum Beispiel nur Secondhand. Ich habe jetzt nur für mich einen Weg gefunden, der ganz gut ist und das wollte ich nur kurz mit euch teilen. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen in die Kommentare, da freue ich mich immer drauf. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Wie immer bis dahin, macht's gut, eine gute Zeit für euch. Ciao!